Süßkartoffeln. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen, alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Mit dem Video werde ich mich bei den ein oder anderen unbeliebt machen, beziehungsweise ihn aus der Fassung bringen, denn Kartoffeln sind nicht so super, wie sie auch angepriesen werden, da ist die Süßkartoffel um einiges bekömmlicher. Das ist ein kleiner Steckling, den ich jetzt von meiner aktuellen Süßkartoffel gezogen habe. Der hat auch schon Wurzeln gefangen, den werde ich überwintern. Das ist die Süßkartoffel Sakura. Die wird so rosane Knollen bilden. Da werde ich noch später euch mitnehmen, wenn ich sie ernte. Wird dann auch noch mal kommen. Jedenfalls, die Kartoffel ist ja sehr weit verbreitet. Ein Hauptnahrungsmittel für manche. Allerdings wird auch jetzt hier zum Beispiel in den Büchern Arnold Ehret, gesunde Menschen Teil 1 und 2, wird die Kartoffel auch beschrieben und dort wird sie als schleimbildend bzw. sehr stark schleimbildend beschrieben und das kann ich auch bestätigen mit meiner Ernährung, weil ich mache ja die schleimfreie vegane Rohkost bzw. schleimarm, auch auf der Basis von den beiden Büchern hier. Und da ist es halt so, dass ich jetzt, seitdem ich keine Kartoffeln auch mehr esse, dass ich viel mehr Energie habe. Die sind nicht so belastend, nicht so schleimbildend und was ich auch bei meinen Eltern immer noch feststelle, dass sie halt immer so ein bisschen im Kopf dann auch verwirrt sind. Ein bisschen, weil, wie gesagt, die Kartoffel, die ist ja Nachtschattengewächs, die hat auch Solanin. Das ist auch in einer anspruchsvollen Weise auch giftig. Deswegen sollte man auch zum Beispiel keine grünen Kartoffeln essen oder auch unreife Tomaten sind auch nicht gut. Also man sollte immer vollreife Tomaten an der Pflanze essen, die haben dann am wenigsten Solanin. Und ja, also da jetzt zum Beispiel in den Büchern wird auch eine lustige Situation da auch beschrieben, dass da beim Fasten dann, nachdem jemand das Fasten gebrochen hat und Kartoffeln gegessen hat, da ist auch was Lustiges passiert. Kann man sich dann ruhig mal die Bücher da lesen. Ist auch sehr spannend, was da alles so beschrieben wird. Kann ich auch nur jedem empfehlen, die beiden Büchern. Und da habe ich auch noch ein Video auf Telegram gesehen, wo er dann die Kartoffel näher beschreibt, beziehungsweise auch ihre Geschichte, warum die jetzt auf einmal überall angebaut wird, was auch sehr interessant ist, weil da wird zum Beispiel auch ein Märchen angesprochen, beziehungsweise so russische Märchen, und es gibt kein russisches Märchen, welches sich um die Kartoffel dreht, sondern nur russische Märchen, die sich um die Rübe dreht. Da habe ich auch meine Mutter gefragt, denn sie ist auch Russin, und es ist dann auch sehr interessant zu hören, dass es wirklich kein Märchen gibt für Kartoffeln. Und da ist halt auch interessant, weil halt die Märchen für die Kinder dazu gedacht sind, um halt Sachen aus dem Leben der Erwachsenen den Kindern näher zu bringen. Deswegen ist es halt sehr interessant, warum es kein Märchen von den Kartoffeln gibt. Und da habe ich auch meine Mutter gefragt, warum denn keine Rüben mehr im Großmassen angebaut werden. Zum Beispiel in Russland hat sie gesagt, ja, die Kartoffel hat das verdrängt. Ist halt sehr interessant, wo auch die Kartoffel ursprünglich halt auch herkommt. Und in dem Video wird es auch wird die Kartoffel als Mittel bzw. Nahrungsmittel verwendet, um halt die Menschen dümmer zu halten. Ist halt, ja, wie gesagt, kann ja jeder für sich selbst entscheiden, was halt Wahres dran ist oder nicht. Wie gesagt, ich mache halt die Ernährung und kann es auch in dem Zusammenhang auch bestätigen. Daher kann ich eben nur die, wie gesagt, die Süßkartoffel empfehlen. Eine super Pflanze, eine Knolle für den Übergang, gebacken, wunderbar, und anbauen. Ich habe mir halt am Anfang vor 2 Jahren eine Pflanze geholt und habe sie jetzt immer wieder mit Stecklingsvermehrung überwintert und dann neue
Und die hat immer neu angepflanzt. Ich habe sie momentan in Kübeln, weil sie hat für unser Klima, die brauchen sie halt recht warm. Das ist halt der Problem mit dem Anbau. So 20 Grad sind da nicht verkehrt und ich tue sie jetzt auch über die Nacht immer wieder reinstellen, bis sie halt dann welches Blattwerk bekommen und dann tue ich sie abernten, weil Frost ist für sie sozusagen der Tod. Wie gesagt, richtig warm, guten lockeren Boden mit Mist oder irgendwie sowas, also gut mit Leben vollgefüllt und dann kann die Pflanze auch richtig gut abgehen. Wenn man die jetzt zum Beispiel in einem Kübel hat, dann kann die ein bisschen runterhängen, weil sonst die wird halt zum Bodendecker. Aber wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen, mal Süßkartoffeln auszuprobieren im Garten anzubauen. Also ein ganz normaler Kübel, das reicht vollkommen. So, jetzt werde ich mich erstmal von euch verabschieden. Ich schneide euch dann noch ran, wenn ich die Süßkartoffel bei mir ernte. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Aber jedenfalls, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren. Wenn ihr dabei auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne freue ich mich auch über eure Meinung in die Kommentare. Schreibt einfach mal, welche Erfahrungen ihr jetzt da gesammelt habt und ob ihr zum Beispiel Süßkartoffeln angebaut habt oder auch nicht. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Lochbrille.